Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Wir sind heute im letzten Grund. Es gibt keine Werbung, was offiziell ist, also Frauen Champions League. Talia und ich haben heute den Match schauen vom FC Zürich. Es ist um viel gegangen, und zwar um die Qualifikation für die nächste Runde. Zürich hat ein mageres 1-0 mitgenommen aus Finnland. Und heute haben sie es aber mit einem sauberen 5-1 geschafft, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Wahrscheinlich kommt dann auch ein bisschen namhafterer Gegner. Wir freuen uns schon drauf. Talia, wie hast du den Match erlebt? Ja, wie ich es auch schon auf unseren Live-Post gesagt habe, vor allem die erste Halbzeit war doch sehr umkämpft. Es ist viel im Mittelfeld abgelaufen. Es war sehr körperbetont, das Spiel, auch von beiden Mannschaften auch. Der FC Honka hat meiner Meinung nach sehr gut dagegen gehalten. Dadurch ist aber nicht so ein wirklich schöner Spielfluss entstanden. Es hat viel Ballverlust gegeben, Offensivbewegung. Es ist viel Fehlpass, viel Ungenauigkeiten. Es war mehr ein Krampf, gerade zum Zuschauen ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv in der ersten Halbzeit. Zürich hat es aber dennoch gut gemacht, hat ihre Chance genutzt. Sie mit 2-0, mit einer 2-0-Führung in Pause, hat hier eigentlich schon ziemlich sicher gehabt, dass sie weiterkommen werden. Ich war dann aber sehr überrascht, wie dominant und wie sie auftreten sind in der zweiten Halbzeit. Es war nicht so, ja, wir führen 2-0, wir können den Gang zurückschalten. Nein, meiner Meinung nach hat man dann noch einen Gang zugelegt. Man hat dann auch gemerkt, dass die Gegnerinnen aus Finnland langsam aber sicher nicht mehr mögen, dass die Kräfte schwinden, dass das Pressing gegen den Ball nicht mehr so stattfindet, vor allem auch im Mittelfeld. Da haben sich viel mehr Räume aufgetan für die FC Zürich Frauen, damit sie ihr Spiel, gerade Leslie Ramsay und auch Gumba, so und so. Die haben wirklich, auch Cinzia Zender, die später reingekommen ist, die hatten plötzlich Räume gehabt, die sie in der ersten Halbzeit noch nicht so hatten. Und da sind dann auch die Bälle, die nachher in die Spitze gekommen sind, in die Schnittstellen, auf die Seiten, raus, auf die Flügel, die haben plötzlich gepasst. Und man hat dann auch gesehen, dass wenn die Bälle dann passen, dass sie vorne sehr effektiv sind. Heute zumindest gewesen. Sie haben mit der Fabienne Humm, sehr treffsichere Stürmerin, die nachgeht, wo kein Ball einfach so hergibt. Und dadurch sind dann auch die 5 Goals entstanden. Die sind alle schön rausgespielt gewesen. Das eine von diesen 5 Goals war ein Penalty gewesen, aber auch der war in der Entstehung sehr schön gewesen, zum Anschauen. Das Gegengoal ganz am Schluss hat sich auch ein bisschen abgezeichnet, dass das vielleicht noch passieren könnte. Man hat die paar Torchancen, die es geht, in der zweiten Halbzeit für den Gegner, sind eigentlich ausnahmslos die Standschüsse gewesen. Und die sind nicht ungefährlich gewesen. Die anderen die haben schon während dem Spiel gesagt, mal, das können sie. Und zwar nicht nur eine Spielerin, sondern diverse aus der zweiten Reihe schiessen. Da ist ein paar Mal gefährlich geworden. Elvira Herzog im Goal hat aber eigentlich bis zum Schluss von dieser Partie alles gegeben. Der eine Ball ist dann gleich noch rein. Es war ein wunderschönes Goal zum Zuschauen. Aber wir wollen ihren Treffer dann auch nicht mehr. Ja, wir haben es gesehen. Zürich hat wirklich in der zweiten Halbzeit dominiert. Jetzt wartet bei der nächsten Auslosung vielleicht etwas Größeres. Dann reicht das nicht die ersten 30 Minuten von dem Match, oder? Ich meine, oder die ersten 45, weil dann musst du halt die Effizienz von der zweiten Halbzeit musst du schon am Anfang haben. Ja, das ist absolut so. Wenn jetzt ein grösserer Gegner kommt, vielleicht von der Bundesliga, vielleicht auch aus der englischen Premier League, es ist schon einmal ein anderes Kaliber. Und das wissen alle Beteiligten beim FCZ. Man hat auch schon gegen grössere Mannschaften gespielt, gegen namhafte Gegner. Man weiss, was auf einem zukommt jetzt in dieser Phase der Champions League. Ich bin aber immer noch der Meinung, wenn man geschlossene Mannschaftsleistung zeigt, wenn man von Anfang an sehr konzentriert reingeht, wenn man sich eben gerade Fehler im eigenen Aufbauspiel, Unkonzentriertheiten nicht leistet, dann ist Zürich doch heiss, um vielleicht auch einem grösseren, namhafteren Gegner ein Bein zu stellen. Qualitäten haben sie. Sie haben auch gewisse Spielerinnen, die jetzt gerade auch in der Bundesliga gespielt haben, lange Zeit, die zurückgekommen sind, die ganz viel Erfahrung mit sich bringen, auf dem Top-Niveau. Von dem her bin ich gespannt, wer das ausgelost wird. Ob das, ja, je nachdem wird es dann eben vielleicht doch noch machbar werden und vielleicht schafft dann schaffen die FC Zürich Frauen erstmal Qualifikation für das Viertelfinale. Genau, wir müssen auch sagen, der FC Zürich ist bis zu diesen zwei Matches Nummer 10 von Europa im Ranking. Mit diesen zwei Siegen und mit den Verschiebungen im Topfeld kann es sein, dass der FC Zürich plötzlich sich unter den Top 5 findet oder Top 6, Top 7 in Europa. Und das heisst, auch für die Auslosung ist das sehr interessant, weil das zeigt wieder, der FC Zürich kann Punkte machen, europäisch. Jetzt verglichen mit der Nationalliga A, wo der FC Zürich eigentlich nur gegen Luzern ein bisschen straucheln gekommen ist, da nachher all die anderen Matches mit sehr, sehr guten Führungen können gewinnen. Hast du das Gefühl, im Cup ist es zwar ein bisschen schwieriger geworden, hast du das Gefühl,
das Team könnte darunter leiden, dass die Champions League dazwischen ist? Meiner Meinung nach nicht, nein. Weil wenn man es gerade anschaut von Zürich, ist es sehr breit abgestützt. Es ist sehr breit gefächert. Wir haben gerade auch viele junge Spielerinnen, die viel Potenzial haben. Natürlich hat man auch gewisse, die verletzt sind, rekonvaleszent und so, das würde ich nicht abtun. Aber man hat doch auch mit dem eigenen Nachwuchs, der gut arbeitet, mit der U21, wo der NACB sich wiederfindet, sicher auch Ausweichmöglichkeiten, falls die ein oder andere mal eine Pause brauchen. Ich bin der Meinung, sie können das gut kompensieren. Sie haben die Breite, wie ich eben gesagt habe, im Kader. Und sie haben auch die Qualität auf einer gewissen Breite im Kader, dass sie auch Ausfälle kompensieren können. Wir haben es gerade heute besprochen, auch zum Beispiel das zentrale Mittelfeld ist sehr gut besetzt, überbesetzt. Ich meine, da ja, muss der Trainer von der FC Zürich Frauen eine Nazi-Spielerin auf der Bank lassen, weil er einfach so viel gute Auswahl hat. Und darum bin ich eigentlich der Meinung, dass das dem FCZ nicht wird in die Quere kommen, gerade in Bezug auf oder im Ausblick auf die Meisterschaft oder auf den Cup. Für mich sind sie ganz klar im Cup und in der Meisterschaft die glasklaren Favoriten für die Meisterschaft. Letztes Jahr ist Basel vielleicht noch ein bisschen gefährlich geworden oder IB. IB hat ganz viel Abgänge gehabt diesen Sommer, ganz viele Umbrüche. Basel ist auch noch nicht wirklich auf die Tour gekommen in der laufenden Saison. Und Luzern, der bis jetzt vorne mag mitheben, hat, wie auch der Glenn Meyer im Interview gesagt hat, letzte Woche einfach auch nicht die Breite im Kader, um das wirklich über die ganze Saison durchzuziehen. Mit 14 Frauen kannst du nicht eine Saison spielen. Nein, und das geht nicht. Darum bin ich eigentlich, würde ich jetzt schon die Prognose für den nächsten Sommer machen, dass Zürich das Double wird holen. Gut, schauen wir, wie es ist. Ich denke, die Meisterschaft die ist sicher. Im Cup könnte ja sein, dass dort vielleicht noch eine Überraschung kommt. Ihr seid ja leider ausgeschieden, wie wir gesehen haben, gegen Luzern, aber auch nur knapp. Ja. Alia, letzte Frage. Unsere Interviewpartnerinnen von vorhin nicht wollen sagen, wer das ihr Wunschgegner ist. Du, der von der Tribüne aus darfst schauen. Dir kann es ja egal sein, wie stark das der Gegner ist. Was ist dein Wunschpartner? Würdest du jemanden gerne sehen? Da? Auf der einen Seite sagt mein Fußballerherz, bitte ein Gegner, der machbar ist und wo vielleicht wirklich auch mal für den Schweizer Frauenfußball, das würde so einen Meilenstein bedeuten, dass man mal über die Achtelfinalquali auskommt, ins Viertelfinal kann darüber, wirklich in dem Wettbewerb auch überwintern als erste Schweizer Mannschaft. Auf der anderen Seite ist natürlich als reiner Zuschauer ist natürlich schön, wenn die grossen Namen da sind, wenn Lyon da ist, wenn Wolfsburg da ist, mit den ganz grossen Spielerinnen international, die so bekannt sind, die so viel Klasse und Weltklasse mit sich bringen. Es wäre auch spannend, mal Premier League-Verein dort zu sehen. Habe ich persönlich noch nie. Fände ich auch noch spannend, auch, um ein bisschen zu vergleichen. Ich kenne die englische Liga nicht so gut, um auch wirklich mal ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, wie gut oder wie stark ist die Premier League eigentlich. Von dem her, mein Fußballerherz sagt bitte machbare Gegner, aber mein Zuschauerherz würde natürlich würde sich wahnsinnig fest freuen, wenn es Lyon oder Wolfsburg wäre oder wirklich eine von diesen Top-Mannschaften. Ja gut, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Bitte abonniert den Channel und teilt natürlich alle unseren Content. Es ist wichtig, dass wir beim Frauenfußball schauen, dass das wirklich umkommt, das Wort. Vielleicht nach diesem Video kommen ja dann ein paar im November den nächsten Match vom FCZ hier im letzten Grund schauen. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit und jetzt kommen noch die Interviews. Viel Spass. Tschüss zusammen. Gratuliere zum Sieg heute. Sehr deutlich ausgefallen. Im Rückblick jetzt auf das Spiel, das man auswärts geht, das ist ja ganz knapp mit 1-0 an euch gegangen, zu euren Gunsten. Jetzt du, von hinten hast du ganz klaren Blick aufs Spiel. Was war heute anders jetzt von letzter Woche? Wieso war es heute so klarer gewesen wie letzte Woche? Ich glaube, wir haben heute die Tore gemacht. Im Hinspiel haben wir sehr gut gespielt, sehr gute Kombination Fußball gezeigt. Leider ist die Effizienz hat gefehlt. Heute haben wir unsere Chance gehabt und eben 5 Tore gemacht. Das war der Unterschied. Wenn man jetzt anschaut, wenn man den Spielverlauf anschaut, dann ist ganz klar, die erste Halbzeit war noch viel mehr kampfbetonter, viel mehr ist das Spiel im Mittelfeld hängen geblieben. Es hat viel Ballverlust gegeben, auch in der Offensivbewegung auf beide Seiten. Je länger das Spiel gegangen ist, umso klarer sind eure Aktionen geworden. Umso besser sind Kombinationen gegangen, umso schneller konnte man umschalten gegen vorne. Hast du als Spielerin das Gefühl, dass ihr auch auf dem Fitnesslevel her auf einem ganz anderen Stand sind wie jetzt Gegnerinnen? Ja, ich glaube, das ist einfach eine Kopfsache. Wenn wir merken, dass unsere Aktionen sind gut und wir kommen nach vorne, wir bekommen Selbstvertrauen und dann kommt
das ist einfach ein Kopfsache. Nach diesem Monat können wir nicht sagen, dass wir Fitness ein bisschen nachgelegt haben, aber ja, wir kämpfen, das ist unsere Mentalität, unser Engagement, sagen wir, bei jedem Spiel. Jetzt habe ich vorhin auch einen Trainer gefragt, ob er einen Wunschkandidat hat für die Auslosung, wo jetzt in der nächsten Runde kommt. Er hat gesagt, nein, wir schauen einfach, was kommt. Du persönlich, hast du da irgendeinen Favorit? Möchtest du gerne gegen einen von diesen grossen Top-Favoriten jetzt in der Champions League spielen? Oder ist mehr das Ziel, dass man vielleicht in der Auslosung Glück hat und dass man dann allenfalls das erste Mal wirklich in ein Viertelfinal vorstoßen könnte? Das ist eine gute Frage. Wir kriegen sowieso einen Knaller jetzt. Also die gute Mannschaft, alle sind dabei. Ich glaube, ja, jetzt Champions League ist einfach pur Genuss für uns. Und ja, wer kommt, ist ein bisschen egal. Also in dem Fall viel Glück noch für die laufende Saison. Danke. Und bis bald. Danke. Leslie, gratuliere zuerst mal ganz herzlich zum Sieg heute. 5-1 war ein super Spiel gewesen. Zum Zuschauen hat es mega viel Spass gemacht. Vor allem die zweite Halbzeit mega viel gegangen, vor allem offensiv von eurer Seite. Ihr habt wahnsinnig schönen Kombinationsfußball gegen vorne gezeigt. Ich habe einen Genuss gefunden. Wie war es für dich gewesen, so? Wir haben in der ersten Halbzeit gefunden, das Publikum macht noch nicht so ganz so mit. Für das, dass so viele Leute da sind, ist es noch recht ruhig. Die zweite Halbzeit habe ich von außen gefunden, ist ein bisschen mehr Unterstützung gekommen. Nimmt man das als Spielerin auf dem Platz wahr oder blendet man das komplett aus? Also ich persönlich habe heute versucht, das ein bisschen auszublenden. So wie wenn wir im Herrenspiel spielen, ganz unser Spiel durchziehen. Egal wie die Kulisse tut. Und dann in der zweiten Halbzeit, wenn man vorne ist und man hört das Publikum, zum Beispiel beim Eckball, es tut schon gut, das mal zu hören. Und ja, sicher cool. Ja, jetzt ist natürlich da, ist natürlich ganz eine andere Unterstützung, wenn man jetzt in der Meisterschaft hat. Oder? Ich meine, dort hat man dann zwischen 50 bis 100 Leute, die einem unterstützen. Meistens sind es Bekannte. Jetzt in dem Rahmen von der Champions League ist es doch nochmal ein bisschen etwas anderes. Wenn man jetzt aber den Ausblick hat, jetzt aufs Wochenende, hat man wieder Meisterschaft. Das ist ein normaler Alltag, man hat Derby. Wie ist es jetzt so, wenn man von dieser grossen Bühne, sage ich jetzt mal, wieder auf den ganz normalen Liga-Alltag umschalten, ist das eine grosse Umstellung für euch in der Mannschaft? Also, bereitet man sich da anders vor auf das Spiel oder ist das eigentlich etwa genau das Gleiche? Nein, ich glaube, das, was uns Freude macht, ist der Fußball. Es ist egal, was da alles rundherum ist. Und dann freuen wir uns auf das nächste Spiel und werden wieder zeigen, was wir können. Und hoffen natürlich, dass wir mit dieser Performance heute ein paar Leute können begeistern können, die nachher auch ins Herrenschürli kommen und normale Meisterschaftsspiele können schauen. Ja, ich glaube, ihr seid auch das grosse Aushängeschild, gerade wenn es darum geht, für Leute zu animieren, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit dem Frauenfußball, weil ihr halt einfach nochmal auf einer anderen Bühne da sind. Die Champions League ist schon nochmal etwas, wo man auch den vielleicht, sagen wir mal, nicht so interessierten Frauenfußballzuschauern das Herz legen kann. Mit dieser Leistung heute, finde ich persönlich, habt ihr da nochmal ganz einen grossen Schritt vorwärts gemacht. Wenn wir jetzt auf die Auslosung aufgeht, jetzt die Frage allen gestellt, weil es kommen auch immer ein bisschen andere Antworten. Jetzt kommt das Achtelfinale, es wird sicher schwierig. Habt ihr persönlich den Anspruch, um noch mal eine Runde weiterzukommen oder ist es jetzt einfach nur noch geniessen? Also ich denke, die Pflicht ist jetzt sicher erfüllt, aber wir werden natürlich das erste Mal das Viertelfinale erreichen und das wäre natürlich schon ein Traum und von dem her wünsche ich mir einen machbaren Gegner. Also dann wünsche ich viel Glück und eine gute Saison noch. Frau Baumann, super Partie, wenn man natürlich 5-1 gewinnt in der Champions League. Wie haben Sie diesen Match erlebt? Ich denke, ganz am Anfang waren wir sicher ein bisschen nervös gewesen. Nachher gegen die zweite Hälfte von der ersten Hälfte sozusagen, war es eher ein Umkicken gewesen. Aber das Goal kurz vor der Pause hat es natürlich wieder ein bisschen beruhigt für uns. Und in der zweiten Hälfte haben wir dann eigentlich das Spiel souverän abspielen. Wie ist das gewesen? Jetzt haben Sie hinter rechts gespielt, der grösste Teil der Saison eigentlich vor rechts. Ist das eine Umstellung gewesen bei so einem hochkarätigen Spiel oder hat sich das angefühlt wie der Nazi? Nein, ist eigentlich gut gegangen. Also so wie immer. Ich glaube, also ich habe früher auch schon hinter rechts gespielt und von dem her ist kein Problem gewesen. Heute ist sehr viel über die Rechtsseite gegangen, auch über Ihre Seite. Wie wichtig ist das für Lorena Baumann selber, dass sie persönlich auch Akzent setzen kann in einem internationalen Spiel? Ja, ich glaube, es ist für jede Spielerin schön, wenn man ein bisschen Akzent setzen kann oder jeder will ein gutes Spiel abliefern. Heute ist die erste Halbzeit eher über links, nachher die zweite Halbzeit auch ein bisschen Berg auf der rechten Seite, von dem her ist eigentlich gut aufgegangen. Habt ihr euch schon überlegt, was ihr für ein Los wollt für die nächste Runde? Gibt es da einen Wunschgegner, den ihr gerne hättet? Also Wunschgegner explizit nicht.
wäre schön ein machbarer. Wenn er einen guten Namen hat, dann würde es vielleicht noch ein bisschen Zuschauer anlocken. Aber grundsätzlich eigentlich sportlich machbar, das wäre das Schönste, ja. Danke vielmals. Gratuliere zuerst mal ganz herzlich zum Einzug in die nächste Runde ins Achtelfinale. Danke vielmals. Jetzt im Hinblick, also nein, Rückblick jetzt auf das erste Spiel, das wir auswärts hatten, dort hat man ganz knapp mit 1-0 gewonnen. Auch viele Chancen kreiert. Wir konnten noch nicht ganz so effizient können sein mit der Chancenauswertung. Was war jetzt der Unterschied gewesen? Wie haben Sie das Team auf heute, haben Sie es anders eingestellt wie vor einer Woche? Nein, eigentlich genau gleich. Wir wollten aktiv sein, aber manchmal nicht im Spielverlauf. Ich denke auch heute, der Zeitpunkt, wo die Goal gefallen sind, das hat uns sehr in Karten gespielt. Aber von der Einstellung her sind wir eigentlich mit der gleichen ans Werk gegangen wie im Hinspiel. Also in dem Fall war die Überzeugung da, dass das gleiche Spielsystem die Wirkung zeigen wird, dass man mit dem 1-0, wo man jetzt sicher eine gute Ausgangslage hatte, mit dem Auswärtsgoal, das man geschossen hat, dass man da mit breiter Brust ins Rückspiel, dass man nichts mehr umstellen, dass es wird funktionieren, hat sich ja auch ausgezahlt so. Ja, absolut. Also ich will, dass wir aktiv sind, dass wir investieren da sehr viel, das muss man schon sagen. Wir haben aber gewusst, wenn wir gehen pressen, dass sie Mühe haben, zum hinten raus zu spielen. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Also am Schluss musste ich sie ja fast müssen bremsen. Sie wollen dann auch noch beim 5-0. Sie hören ja gar nicht mehr auf. Also die Frauen sprudeln vor Energie. Sie haben einen riesen Aufwand betrieben auf dem Spielfeld. Aber man muss auch sehen, was sie sonst für einen Aufwand betreiben, wenn sie alle arbeiten oder studieren. Und der Enthusiasmus, der da kommt, das ist natürlich für einen Trainer etwas sehr Schönes. Jetzt, wenn wir den Ausblick wagen, jetzt ist dann schon bald wieder die Auslosung, wo dann auskommt, wer man empfangen wird und wohin dass man geht in der nächsten Runde. Letztes Jahr ist mit Lyon gerade der Champions League-Sieger im Achtelfinale angestanden. Haben Sie einen Wunschkandidat für die nächste Runde? Nein, eigentlich nicht. Wir schauen jetzt, was kommt. Also für mich ist jetzt wichtig, wir haben das Derby am Sonntag. Und nachher ist zum Glück Nazi-Pause, da können wir ein bisschen runterfahren. Wir haben jetzt eigentlich den ganzen Monat nur englische Woche gehabt. Von dem her bin ich froh, wenn wir mal ein bisschen durchschnaufen können. Und Auslosung nehmen wir das, was kommt. Gut, also in dem Fall noch viel Erfolg in der Meisterschaft und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.